meine lieben Damen und Herren. Wir haben ja letztes schon mal ein paar Mal Kaufberatungsvideos gemacht beim Golf 2, beim E36. Jetzt ist der 350Z dran. Der 350Z ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Auto, wenn man ein heckangetriebenes Auto zum Spaß haben will und hat so ein Budget bis hin zu also 15 Mille. Kriegst du sehr, sehr tolle Autos. Welche 350Z gibt es? Was sind die Sachen, worauf man wirklich achten muss? Was sind die Unterschiede? Erstmal gibt es den 280 PS Motor, den 300 PS Motor, den 313 PS Motor. Alle drei sind an sich scheiße. Bis auf den 313 PS. Da ist ein bisschen was zu holen. Was sind die Unterschiede bei den einzelnen Motoren? Und zwar folgendes. Wir haben nämlich hier die ersten Grundzüge von einem, jetzt nicht erschrecken und nicht aufschreien, von einem GTR-Motor. Wir haben zwei Drosselklappen. Der Grundaufbau vom Block geht schon so in langsam in Richtung GTR. So ganz langsam in die Richtung. So, was sind die Unterschiede? Erstmal, der 280 PS-Motor hat nur Nockenwellenverstellung auf der Einlassseite. Nockenwellenverstellung bedeutet, er kann quasi den Punkt, wie das Ventil sich öffnet, auf der Einlassseite leicht verzögern oder halt im normalen Punkt laufen lassen. Beim 300 PS war eine leichte Leistungssteigerung, doch beim 313 PS haben wir zwei Drosselklappen auf beiden Bänken, also jeweils eine Bank, eine Drosselklappe, und wir haben auf der Auslassseite auch eine Nockenwellenverstellung. Das gibt so ein bisschen dem Motor so das Gefühl von boah, so ein bisschen mehr Kraft, aber ihr könnt davon ausgehen, ja, die Leistung, die dieses Kfz angibt, hat es nicht. Wirklich nicht. Kein Anpiss, kein Anschiss, aber so ein Auto hat immer echte 20 PS weniger als die Angabe. Die besten sind eigentlich noch die 313 PS. Da ist er vielleicht ein, der hat mal so 300 oder sowas. Ist auch immer die Frage, welcher Prüfstand das gerade misst. Aber die ziehen nicht so wirklich den Hering vom Teller. Ist aber fast egal. Warum? Und zwar, das Drehmomentband, die Drehmomentkraft im unteren Bereich ist so geil zum Driften und zum Driften lernen. Dass es wirklich perfekt zum Spielen ist, vor allen Dingen für das Budget und für das Geld, was du ausgibst, mega, mega Auto. Wo kommt der Motor her? Der 280 PS VQ35 kam an sich ursprünglich aus dem Renault Espace. So was Ekelhaftes, ey. Ekelhaft. Familienauto, Automatik. Und Automatik ist auch genau der Knackpunkt, warum das Ding so komisch fährt. Weil im oberen Drehzahlbereich hat man beim 350 immer das Gefühl, der läuft so rau. Das liegt daran, weil die Nockenwellen einfach nicht konzipiert waren für diesen hohen Drehzahlbereich. Beim 313 PS hast du diesen rauen Lauf obenrum nicht mehr. Das einfach, also nicht rau von Schleifen her, sondern einfach von der Belüftung, vom Füllungsgrad im Brennraum ist obenrum einfach bei dem Ding, nennt er. Mittlere Drehzahlbereich, unten, oben, ja, ist wirklich nicht viel zu holen. Trotz alledem, gutes Auto. Dann liest man und sagt man ja auch viel, oh, Ölverbrauch und Ölproblematik. Das ist auch wirklich da das Problem. Aber wie kannst du es testen? Eigentlich vor Ort bei einem Kauf, weil dann liest man immer so Tipps, ja, wenn Sie dieses Fahrzeug kaufen wollen, dann gucken Sie, dass Sie nicht mehr als 1 Liter auf 1000 Kilometer verbrauchen. Ganz ehrlich, ich fahre keine 1000 Kilometer bei der Probefahrt. Selten. Ja, ganz selten. Somit ist so ein Tipp nicht wirklich brauchbar. Guckt, ob Ölflaschen im Fahrzeugraum liegen. Guckt, ob ihr irgendwas merkt, was darauf hinweist, der kippt viel Öl nach. Guckt hier, ob das da verschmiert ist. Riecht am Öl. Wenn das Öl stark nach Benzin riecht, stehen lassen das Auto. Es gibt ja wirklich ein paar. Dann noch ein Unterschied ist, die Autos ab 300 PS hatten die zweite Generation an Getriebeausbaustufen. Die zweite Generation Getriebe war von der Synchronisierung stabiler und konnte auch wirklich länger überleben. So ein 280 PS Getriebe kann mal leiden. Hält auch eine Menge aus, auf jeden Fall. Leider aber ein bisschen mehr. Allgemein muss ich sagen, dass die Motoren und die Autos solider sind als so ein Golf oder so. Da sind weniger Kinderkrankheiten dann. Auto kann aber auch ein ganzes Stück weniger als so ein Golf. Da kann nichts wirklich kaputt gehen. So, nächste Sache. Geil ist, du kaufst ein Auto für das Budget mit einer Brembo-Bremsanlage. So eine Brembo-Anlage ist mega geil. Noch was? Ab 300 PS hast du die geilen Scheinwerfer. Wie ich finde, die Scheinwerfer machen das Auto ein ganz Stück jünger. Die 280 PS Scheinwerfer sehen halt einfach auch aus wie 280 PS Scheinwerfer. Weißt du? Die sehen halt so ein bisschen altbacken aus. Das ist der geile Scheinwerfer. Ab 300 PS Variante und 313 PS Variante. Kupplung kostet ein bisschen, Bremse machen kostet natürlich auch wegen der Brembo-Bremse. Brembo-Bremse ist auch eine Brembo-Bremse. Die bremst eigentlich ganz gut, aber ist nicht so, wie man erwartet, dass es irgendwie wie so ein Porsche-Killer ist. So ein richtiger Mega-Anker.
Das ist es jetzt auch nicht. Aber es bremst auf jeden Fall schon mal besser als zum Beispiel auf, im Rennstreckenbetrieb als so eine Golfbremse oder sowas. Das ist schon, ist halt ein Vierkolbensattel vorne und ein Kolben hinten, aber halt auch ein Brembo-Bremssattel. Dann, nicht erschrecken, wenn ihr 350Z Probe fahrt, und ihr fahrt an, hört ihr so ein leichtes Klack, 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 Klack Geräusch. Das ist eine Kinderkrankheit von aus, das kriegst du eigentlich kaum in die Regel. Man kann Antriebswellen einmal drehen, ändert das Problem aber auch nicht wirklich. Gewöhnt euch dran. Ne? Wenn du anfährst, macht er so ein leichtes, so ein leichtes metallisches Flip-Geräusch, ist aber wirklich kaum zu stoppen. Dann, Spähdifferenziale leiden immer so ein bisschen davon abhängig, wie der Vorbesitzer damit gefahren ist. Meine Spähdifferenziale, wie ich Auto verkauft habe, haben kaum noch gesperrt. Aber du kannst am Spähdifferenzial, am Sperrwirkungsgrad, natürlich nur mit ESP aus, merken, oh, dem Auto geht es noch gut oder dem geht es nicht mehr so gut. Die Spähdifferenziale sind an sich von Haus aus sehr, sehr geil zum Driften, sehr gut. Dann, das hier ist eine typische Krankheit. Hier rosten die eigentlich alle ab, wie du hier siehst, sind die sogar komplett ab. Das lässt sich auf gar keinen Fall reparieren oder schweißen. Da lohnt es sich eigentlich immer nur einen neuen Auspuff zu kaufen oder einen gebrauchten Originalen zu kaufen. Aber diese Stellen sind sehr, sehr, sehr problematisch. Dann, wie hier auch, das Auto ist zum Beispiel nicht tiefer gelegt. Das hier, dass diese Flexrohre wie da und hier, dass die kaputt gehen, ist auch eine ganz, ganz typische Krankheit. Das machen die alle. Dann ein schönes Gimmick, was auf jeden Fall für so ein Auto in der Preisklasse geil ist. Die Kardanwelle ist aus Kohlenstoff. Siehst du das? Die ist nicht aus Metall oder Stahl oder Edelstahl oder irgendwie sowas, sondern die ist wirklich aus Kohlenstoff. Wenn du die ausbaust, ist die auch sehr, sehr, sehr leicht. Leistung steigern bei dem Auto, wenig Potenzial. Ich sage bei den Dingern, fahr es komplett Serie, kein Ansaugsystem, kein gar nichts. Das Einzige, was das Auto sich besser fühlen lässt, Leistungssteigerung nicht wirklich, ist Metallcuts fahren und ein leichtes Schwungrad. Das sind so Sachen, die für mich von der Preis-Leistung noch funktionieren. Alles andere ist meiner Meinung nach bei diesem Auto von der Preis-Leistung nicht im Verhältnis. Natürlich bringt das 30 PS, aber 30 Sauger-PS in so einem Klotz, ob dir das dann ein paar tausend Euro wert ist, deine Entscheidung. Ja, musst du für dich entscheiden. Ich sehe es eher weniger gut, aber muss ja für sich selbst wissen. Sonst ist so ein Auto wirklich von Grund auf solide. Laufleistung, die du maximal kaufen kannst bei so einem Ding, sagen wir mal 280 PS mit 150 gelaufen, ist für mich so an der Schallgrenze. Das ist schon wirklich ein ganzes Brett für so einen Motor. Motoren kann man aber wirklich schön in Stand setzen, kann man wirklich gut reparieren. Du hast oben Tassenstößel, keine Hydrostößel im Kopf. Problematik ist wirklich, wenn so ein Motor keinen Öl mehr bekommt, laufen die einfach ein und dann stirbt halt alles in so einem Motor. Und dann nicht gut reparierst, dann geht so ein Ding halt wirklich mega schnell kaputt. Oder du ziehst auch so einen Schaden wirklich mit. Du ziehst den mit von einer Sache zur anderen. Du denkst, jetzt hast du es repariert, aber dabei hast du es gar nicht repariert, weil das Ding einfach von vornherein schon halb tot war. Das heißt jetzt aber bei den 82 PS Modellen, ja, habe ich eigentlich, ist das mehr so ein Glücksfaktor, weil ich kann es ja eigentlich nicht kontrollieren richtig, oder? Bei einem 82 PS habe ich keinen Allzweck-Tipp, der sagt, das Auto kann man kaufen, das Auto kann man nicht kaufen. Es ist ja immer so ein bisschen eine Gefühls- und Glückssache, wer da drauf saß. Wenn ihr zum Beispiel ein Auto 150 gelaufen und hatte drei Hände, vier Hände, dann kann ja einer wirklich 30.000 drauf geritten sein wie ein Wilder. Du weißt es nicht. Aber ich sage von vornherein, die können wirklich, wirklich was ab. Innenraum gibt es wenig Variationsmöglichkeiten, die sind fast alle gleich. Ich stehe auf diese senfkomische Gelbfarbe innen drin nicht. Nee, hier komme ich mir vor wie ein Oma-Paradies, ey. Das ist multiplanar, die Farbe. Die Farbe ist nah an einem Multipla. Wer macht das? Die Haubendämpfer hinten manchmal gehen flöten am Kofferraumdeckel. Kostet ein bisschen viel. Nissan-Ersatzteilkosten sind eh hoch. Die muss im Klaren sein, dass das wirklich teuer werden kann. Aber sonst sehr gutes gebrauchtes Auto. Zum Spaß haben, zum Driften, für Klanggenuss. Aber zum Tunen nicht gut. Und Optik geht mega geil. Einen Tipp habe ich noch, den habe ich gerade kurz vergessen. Und zwar, wenn ihr ein Auto euch anguckt, achtet darauf, dass der Wagen kalt ist. Wenn er schon vorher warm gelaufen ist, bringt euch die Diagnose an dem Motor ein ganzes Stück weniger. Wenn er kalt ist, verrät der VQ35 so ein bisschen, wie es ihm geht. Ja, legt so ein bisschen die Eier auf den Tisch. Und zwar, ihr müsst auch Folgendes machen. Ihr macht die Haube auf und dann hört ihr in diesem Bereich hier und in diesem Bereich. Dort sind die Spanner verbaut. Wenn ihr den Motor startet und ihr hört ein peinlich, ich weiß,
dann ist das so, dass der Öldruck nicht schnell genug aufbaut. Woran kann das liegen? Einmal entweder die Ölpumpe oder ihr habt hinter diesem Kettenkastendeckel so eine Papierdichtung, die kostet eine Mark 50. Wenn die nicht mehr ganz zuhält, das ist nämlich der Hauptkanal, der von der Ölpumpe zu den Verteilerleitungen geht in den Block. Wenn diese Papierdichtung nicht mehr da ist, verliert der Motor einfach so viel Öldruck an dieser Stelle. Und der Öldruck ist ja in der Regel höher, wenn das Öl kalt ist. Und wenn er da schon rasselt, verliert er so viel Öldruck, dass der Motor da einfach nicht in der Lage ist, die Kettenspannung und die einzelnen Sachen alles so zu spannen. Diese Papierdichtung kostet nichts, aber das Wechseln ist halt wirklich nervig, weil alles muss vorne ab, Kettendeckel muss ab, Kette muss raus und dann kann man das Ganze wechseln. Aber wir gucken mal, ob das Geräusch zu hören ist. Welches Geräusch denn nochmal? Kannst du nochmal genau zeigen? Ich hab's gerade noch nicht ganz verstanden. Okay, danke. Gut. Ich finde den anders auch sehr gut. Ja, schon auf jeden Fall. Also der andere ist so ein bisschen mehr so. Ja, vergleichen wir mal. Ja, wenn die Stühle warm sind, machen wir nicht. Jetzt aber tschüss. Das sagen wir eh dazwischen, ich habe ja gerade schon tschüss gesagt. Das machen wir? Ja. Wie geht das denn? So tschip, 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 tschip. Ah. So was Ekelhaftes, ey. Bäh, bäh. Ekelhaft.